dann kommen wir noch Wassermann. Und anschließend kommt noch ein letztes Sternzeichen Fische. Es geht um Liebe, ja. Wassermann, was ist bei dir los in Sachen Liebe? Sachen Liebe. Wassermann. Oh ja. Freude. Schöne Phase bei dir, Wassermann. Gnade. Das ist doch toll. Vergangenheit. Liebe. Mhm. Wow. So aufgeregt, wo du diese jemand kennengelernt hast. Ja? Und du hast sie eingeladen. Und weißt du, wie man, wenn du, du hast diesen Mensch eingeladen, ja, und ihr seid so in einer Wellenlänge, ja, miteinander. Und diese Einladung ist so von Herzen, hat dieser Mensch so berührt, wegen Art und diese Art, wie du sie gemacht hast. Verstehst du? Du hast schnellsten Weg das Herz von diesem Mensch erobert, Wassermann. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön hier. Ja, und die Kommunikation ist bei euch sehr. Ihr kommuniziert jeden Tag miteinander. Wenn ihr einander nicht hört, ein Tag, ja, ist man schon nervös. Wo ist sie? Wo? Aber diese gute Phase, behalte es für dich, okay? Behalte diese Emotion, dieses Glück für dich. Ja, weil nicht alle Menschen, ne, wegen Neid sein und ja, vielleicht sogar unbewusst, ja, Neid ist auf dich, weil du so jemand Gutes für dich gefunden hast. Das war alles Bestimmung, alles gut, ja? Wassermann, behalte es für dich, diese jemanden. Nicht gerade alles, ah, ich habe jemanden kennengelernt. Nein, behalte es noch für dich, dein Glück. Behalte es dein Glück noch für dich. Das ist hier die Botschaft an dich, ja? Wie geht es dir selbst als Mensch? Alles gut, alles positiv. Keine Angst. Ich merke, du hast wie, du bist unsicher. Nein, das ist der Richtige, die richtige Partnerin. Ja? Wie geht es dir? Und das geht es mir. Weil Wassermann schluckt viel allein. Weißt du, was ich meine? Du machst vieles mit dir selbst aus, ja? Und dann überforderst du dich selbst, okay? Wie geht es dir? In Sache Liebe ist wow, ne? Aber wie geht es dir als Mensch? Hm? Wiedergeburt. Dieser Mensch macht dich so glücklich, dass sogar deine Seelen balmen lässt. Wow. Ja, sie macht dich glücklich. So glücklich. Ja. So glücklich. Ja. Diese da. Stille. Er harmonisiert die innere Stimme. Die harmonisiert. Dieser Mensch macht dich einfach glücklich, ja? Stille, ja, ihr seid sehr ruhige Menschen, ja, nicht so aufbrausend, nein, gar nicht, ihr passt so miteinander. Und dieser Mensch hat dich so als neuer Mensch, wie eine Wiedergeburt, eine Erneuerung. Du bist ein anderer Mensch durch sie, durch er, durch ihn, ja, die innere Stimme, ja. Du bist in Einklang. Dir geht es gut, du bist ruhiger geworden, du siehst das Leben anders durch diesen Mensch hier. Ja? Verstehst du, was ich meine? Jetzt möchte ich eine Liebeskarte für dich. Nahe Zukunft eine Liebeskarte für dich, Wassermann.
Ja. Schwebst momentan auf Wolke 7. Ja. Auf Wolken 7. Und nur deine Botschaft an dich in Sachen Liebe. Oh. Des Wartens wert. Göttliche Timing bestimmt dein Liebesleben. Schau mal, mit diesem Menschen hier wirst du sogar heiraten, Wassermann. Hochzeit. Diese Situation hat mit Hochzeit verspielt. Sei verspielt, ja? Sei einfach verspielt. Alles Gute.